Warum fasten wir? Lass uns taufen und feiern die Eucharistie. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Markus-Evangelium. Es werden Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. An jenem Tag werden sie fasten. Ja, wir können uns fragen, wann fasten wir Katholiken eigentlich? Wir Katholiken fasten erstens eine Stunde vor dem Empfang der Heiligen Kommunion, um uns so auf den Empfang Jesu in der Heiligen Kommunion vorzubereiten. Zweitens am Freitag, indem wir uns von Fleisch und Wurstspeisen enthalten bzw. ein anderes Opfer bringen im dankbaren Gedenken an die Todesleiden Jesu. Und drittens am Aschermittwoch und Karfreitag im Sinne der Buße für unsere Sünden, um uns noch mehr auf das neue Leben zu öffnen, das Jesus, unser Bräutigam, uns anbietet. Jesus spricht heute im Evangelium auch vom neuen Kleid, das er uns schenkt. Er nennt sich selbst den Bräutigam unserer Seele. Und das neue Kleid, das er uns schenkt, ist das himmlische Hochzeitsgewand, das wir in der heiligen Taufe geschenkt bekommen. Es reinigt uns von aller Sünde, macht uns zu Kindern Gottes und Erben des Himmels, ja zur Braut Christi für alle Ewigkeit. Jesus spricht heute auch vom neuen Wein, den er uns reicht. Der neue Wein ist der neue Bund in seinem Blut, ja die heilige Eucharistie, wo Jesus uns eine innige Verbindung mit Gott, ja neues, ewiges Leben schenkt. Dargestellt wird das weiße Kleid und die Eucharistie in den zwei Strahlen, die wir auf dem Bild vom barmherzigen Heiland sehen. Beten wir doch oft dieses Gebet, über das Jesus zu Heiligen Schwester Faustine sagte: Wenn du für einen Sünder folgendes Gebet mit zerknirschtem Herzen und im Glauben verrichtest, schenke ich ihm die Gnade der Umkehr. O Blut und Wasser, aus dem Herzen Jesu als Quelle der Barmherzigkeit für uns entströmt, Jesus, ich vertraue auf dich. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, unserem himmlischen Bräutigam, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Judas Thaddäus und alle Engel und Heiligen des Himmels, besonders unseres heiligen Schutzengel und Namenspatrone, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, euer Hab und Gut getroffen haben, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch vor Menschen, Dingen, Orten, ihr schlechten Filmen, Bildern, schlechter Musik, schlechten Schriften übertragen worden ist. Herr, wasch uns rein mit deinem kostbaren Blut. Und möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so berge ich euch den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu Mariens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.